Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Tops Match Tag 17-18 Video auf meinem Kanal. Heute gibt es keine Booster, sondern ich werde heute einfach mal meine Aufstellung präsentieren. Ich habe drei insgesamt geöffnet, Leute, drei Booster, und ich kann aus diesen drei Boostern auf jeden Fall schon eine Aufstellung bilden. Ich habe hier nämlich insgesamt, ich habe sie schon nach Abwehrtorhüter, Mittelfelder sortiert. Ich habe im Kasten nämlich einmal den Freiburger Keeper Alexander Schwolow und Ralf Fährmann. Also zwei Keeper mehr zur Auswahl. Dafür müssten wir uns auf jeden Fall für einen entscheiden. In der Verteidigung habe ich Nastasic, Vogt, Sokratis, nochmal Vogt, kann ich also weglegen, Donati, und das war quasi die Viererkette. Aber ich tendiere nicht dazu hin, dass wir eine Viererkette spielen, sondern eher mit drei Innenverteidigungen, das heißt eine Dreierkette. Im Mittelfeld hätten wir jetzt im Angebot Johnson von Gladbach, Gebamin von Mainz, Arturo Vidal muss natürlich drinstehen, Lukas Rupp, Gebamin zum zweiten Mal, Hofmann, und im Sturm dann zwei nur zur Auswahl, Breel Mbolo und Marco Reus. Ich weiß, dass es in diesem Promo-Packs auch Thomas Müller gibt, aber leider haben wir Thomas Müller nicht gezogen. Und ich werde mir auch jetzt keine weitere Bravo Sport-Sportbild kaufen, weil die Serie kommt ja bald und erscheint ja bald. Genau, und wir spielen in einem 3-5-2, würde ich sagen, Leute, weil Schwolow, da entscheide ich mich für Ralf Fährmann. In der Abwehr fliegt definitiv der Mainzer raus, Giulio Donati, weil alle drei Verteidiger können die Innenverteidigungspositionen auf jeden Fall gut besetzen. Sokratis, Vogt und Nastasic. Ich würde sagen, Vogt in der Mitte und Sokratis und Nastasic halt über die Außen. Im Sturm sind die beiden gesetzt, Breel Mbolo und Marco Reus. Also hier der Sturm, hier Abwehr und hier unten das Mittelfeld. Und wir müssen natürlich alle fünf Mittelfeldspieler nehmen. Und ich werde das so machen, Vidal hinten, so als Sechser, als einziger Sechser quasi. Dann über links kommt Johnson, über rechts Hofmann und diese beiden hier, Gebamin und Lukas Rupp, etwas offensiver. So würde ich meine Formation jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, so würde die Formation zum jetzigen Zeitpunkt aussehen. Also meine fünf Mittelfeldspieler, Vidal, Hofmann, Johnson, Gebamin und Lukas Rupp. Im Sturm Marco Reus natürlich, Leute, richtig, richtig geil. Marco Reus und Breel Mbolo. Eine 3-5-2 Aufstellung. Ralf Fährmann hinten im Kasten, also das Design, Leute, ist schon geil, oder? Ist auf jeden Fall schon sehenswert. 87er Angriff, Marco Reus ist natürlich hier der Starspieler im Team. Das Ganze werde ich natürlich nochmal machen, wenn ich dann viel mehr Booster geöffnet habe. Die beste Aufstellung der Matchtag 17-18 oder so. Das ist hier meine erste. So wird sie auf jeden Fall nicht bleiben. Leute, was für Basekarten habt ihr denn so? Welche Basekarten habt ihr bis dato gezogen? Welche ist eure beste Karte zum jetzigen Zeitpunkt, Matchtag 17-18? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Das war's jetzt hier von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da. Abonniert mich kostenlos, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.